Hallo, mein Name ist Sebastian. Wir befinden uns heute hier am Lörmannshof und gucken uns einen Glasmähdrescher an. Die Ernte, der emotionalste Zeitpunkt nach 11 Monaten nach der Saat. Eine der wichtigsten Einzelmaßnahmen, die wir so haben. Deswegen bin ich verabredet mit Christian, einem Erntespezialisten, der uns heute mal zeigt, wie man einen Mähdrescher zur Rapsernte denn sauber einstellt. Ja, hallo Sebastian. Genau, wir stehen jetzt hier vor einem Lexion 5400, angebaut mit einem Vario 6,20 Meter. Wir haben das schon mal für die Rapsernte vorbereitet, zumindest schon mal die Rapsmesser angebaut. Man könnte meinen, wir könnten jetzt natürlich schon sofort durchstarten. Aber wir wollen natürlich schon versuchen, mit unserem Mähdrescher eine hohe Durchsatzleistung zu erzielen, eine gute Kornqualität zu erzielen und natürlich auch so verlustfrei wie möglich zu ernten. Und dafür müssen wir natürlich einige Einstellungen am Mähdrescher vornehmen. Und was man da so genau machen kann, um diese ganzen Ziele zu erreichen, das würde ich sagen, schauen wir uns mal direkt an der Maschine an und wir fangen dann mal gleich mit dem Schneidwerk an. Ja, Sebastian, für den Schneidwerksumbau, für die Rapsernte gibt es natürlich erst ein paar grundlegende Sachen, dass wir überhaupt anfangen können zu ernten. Ne? Dazu zählt zum Beispiel, dass wir einmal hier unseren Tisch komplett rausfahren, damit wir hier möglichst langen Rapstisch haben. Dann müssen wir hier vorne unsere Erntenheber demontieren und müssen natürlich einmal unsere Rapsmesser montieren, damit wir überhaupt erstmal durch den Raps durchkommen. Dazu kann man vorher auch gleich schon die Haspelzinken umstellen. Du siehst, diese Haspelzinken, die stehen gar nicht so weit auf Griff. Wir haben die extra ein bisschen rausgedreht, damit die Haspel auch nicht so aggressiv im Raps steht, weil wir wollen ja möglichst wenig Schneidwerksverluste produzieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Umbau ist klar, aber wann ernte ich überhaupt den Raps? Da gibt es doch bestimmt auch den passenden Erntezeitpunkt und da kannst du uns doch bestimmt ein bisschen mehr zu erzählen. Das ist richtig. Dafür muss man sich den Raps angucken und auch mal in den Schlag reingehen. Deswegen lass uns gleich mal zu den Rapspflanzen rübergehen und uns mal gucken, wie der so reif wird. Ja, Christian, hier haben wir ein paar noch nicht erntereife Pflanzen stehen, aber so ist es ja manchmal im Feld. Man muss sich die schon genau angucken, weil der Raps in der Blüte von unten nach oben blüht. Reifen tut er aber von oben nach unten. Das heißt, oben ist Sonne, oben ist der Wind, unten sind eher die geschützten Schoten, die aber am längsten stehen. Sprich, da ist der meiste Ertrag drin, das höchste TKG. Deswegen sollten wir auf die untersten Schoten warten, dass sie auch durchgereift sind. Und man sieht es dann auch in den Stängeln, dass sie die Feuchtigkeit verlieren. Und je tiefer wir kommen, ist die Feuchtigkeit im Stängel dann erhöht. Deswegen ist die Schnitthöhe, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Oder wie siehst du das? Ja, genau. Wir sollten natürlich nicht zu hoch abschneiden, damit wir natürlich unsere Rapsschoten mit dem hohen Ertrag unten in der Pflanze bekommen. Aber zu tief schneiden ist natürlich auch nicht gut, weil wir dann zu viel Material in die Maschine bekommen und vor allen Dingen die feuchten Stängel in der Maschine haben, die wir natürlich auch nicht dabei haben wollen. Das ist richtig. In unseren Versuchen haben wir halt ermittelt, wenn wir nur das oberste Schotenpaket nehmen, haben wir immer noch eine Gesamtfeuchte von ungefähr 40-45%. Bei den 15 Tonnen, die der Mähdrescher verarbeitet, sind das immerhin noch fast 5 Tonnen Wasser, die der Mähdrescher pro Hektar verarbeiten muss. Genau, und weil wir ja möglichst verlustfrei ernten wollen und auch eine gute Kornqualität im Korntank brauchen, können wir mit Feuchtigkeit natürlich nicht ganz so viele Mähdrescher anfangen. Das ist richtig. Aber jetzt stehen wir gerade an den Erntehebern. Bei uns in den Sorten ist Lager eigentlich kein großes Problem mehr. Wenn wir uns die aktuellen Zulassungen von Dacteri angucken, ist das eine der stabilsten Sorten, die draußen im Feld steht. Auch Landwirte setzen weniger Dünger ein, sind professioneller geworden im Anbau. Brauchen wir die Dinger eigentlich noch? Eigentlich brauchen wir diese Erntehebern nicht mehr. Wir sehen ja mal hier, die Rapspflanzen werden ja hier vorne an unserem Messer geschnitten. Und die Erntehebern stehen ja schon sehr, sehr weit vorne im Bestand. Die sorgen jetzt natürlich für leichte Vibrationen an der Pflanze. Und wenn ich dann einen abgereiften Rapsbestand habe, besteht natürlich die Gefahr, dass mir oben schon die ersten Körner herausrieseln, aus der Pflanze herausrieseln. Und dann habe ich schon die ersten Verluste vor meinem Schneidwerk, bevor ich überhaupt gedroschen habe. Das Einzige, wann sich das vielleicht mal empfiehlt, die Hälfte der Erntenheber ranzulassen, ist, wenn ich dann etwas liegendere Bestände habe, damit ich dann wieder nicht ganz so tief in meinem Schneidwerk geben muss, kann ich jeden zweiten Erntenheber rausholen und kann die Pflanzen dann etwas anheben. Das habe ich schon mal gesehen, wenn Wildschweinkessel da sind, dann sind ja auch die Lagerstätten ganz runtergedrückt und da will man die auch gerne noch unterfahren, soweit es geht. Ne? Genau, und hätte ich dann keine Erntenheber, müsste ich natürlich mit meinem Schneidwerk komplett runter. Ja. Und dazu empfiehlt es sich dann, wenn man einfach hier den Verschluss öffnet, jeden zweiten Erntenheber rausnimmt und man sieht schon, man hat deutlich mehr Platz dazwischen. Ja, gute Idee. Gut.
Ja, Sebastian, damit wir natürlich einen vernünftigen Gutfluss in unser Schneidwerk bekommen, zählt es natürlich nicht nur die Erdnehmer vorne abzumontieren und die Rapspflanze abzuschneiden. Die Rapspflanze, die muss natürlich erstmal irgendwie zu unserer Schnecke hingefördert werden, zur Einzugsschnecke. Nun, dafür benötigen wir unsere Haspel. Jetzt haben wir die Haspelzinken heute Morgen schon verstellt, dass sie halt nicht so weit auf Griff stehen. Wichtig ist dabei auch, dass ich nicht nur die Haspelzinken herausdrehe, sondern dass ich auch die Geschwindigkeit anpasse, dass meine Haspel nicht zu schnell läuft. Und dass ich vor allen Dingen nicht zu tief in meinem Bestand bin. Die Haspel soll wirklich nur die Rapspflanze so eben zur Einzugsschnecke fördern. Damit wir dann halt immer einen optimalen Gutfluss haben und eine gute Annahme haben, können wir an unserer Schnecke auch noch so ein paar Sachen verstellen. Das wären einmal hier unsere Einzugsfinger und dann die Höhe von unserer Schnecke. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das lässt sich eigentlich relativ einfach und schnell verstellen. Wir sehen hier oben einmal den Hebel. Diesen Hebel kann ich in vier verschiedenen Positionen einstellen. Und gerade für Raps habe ich ja schon sehr, sehr viel Stroh. Ich habe eine relativ hohe Pflanze, würde ich den Hebel eher nach oben bewegen. Das bewirkt, dass mein Einzugsfinger früher herauskommt und auch wieder früher hier unten verschwindet. Und so habe ich dann keinen Materialumlauf in der Schnecke und bessere Förderung. Damit meine Schnecke natürlich unten nicht kneift und damit ich auch hier immer einen möglichst leichten Gutfluss in der Schnecke habe, kann ich die jetzt noch in der Höhe verstellen, das habe ich eben noch erwähnt. Das geht auch relativ einfach, hier vier Muttern lösen und dann kann ich hier über meine Stellschraube die Höhe der Schnecke anpassen. Das sind natürlich so einige Sachen, um optimalen Gutfluss hinzubekommen, aber damit wir natürlich immer einen guten Gutfluss hinbekommen und auch eine gute Maschinenleistung abrufen können, brauchen wir ja eigentlich auch homogene Bestände. Und da kannst du doch bestimmt schon wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, Christian, das ist richtig. Bei Saatzeit, da kommen wir wieder ins Spiel rein, denn wir versuchen, eine möglichst breite Saatzeitfenster den Landwirten anzubieten. Deswegen haben wir unterschiedliche Sorten im Portfolio, die ganz früh gesät werden können, wie ein Smaragd, aber auch bis Mitte September gesät werden können, wie zum Beispiel ein Nutka. Und du weißt selber, wie die Saat, so die Ernte. Gute Aussaatbedingungen heißen auch gute Bestände, die dann auch gut zu ernten sind. Lass uns mal wieder nach vorne gehen. Okay. Ja, Christian, das war ja schon mal hochinteressant. Super. Ich glaube, den Rest gucken wir uns beim nächsten Mal an. Lass uns mal lieber hier die erste Ernte des Jahres probieren, die Honigernte. Ja, das klingt gut. Da sagen wir auf jeden Fall nicht nein. Mhm. Wusstest du eigentlich, dass man pro Hektar Raps ungefähr 100 Kilogramm Honig erzeugen kann? Sag bloß, so viel? Ja, da kannst du ganz schön lange dran essen. Da kannst du wirklich lange dran essen. Dann lass es dir schmecken. Ja, dir auch.